Eines dieser Bilder zeigt das U-Bahn-Netz der Millionenstadt Tokio. Das andere das Werk eines Einzellers. Das eine wurde über Jahrzehnte akribisch geplant, aufgebaut und bei Bedarf angepasst. Das andere entstand, weil dieser Schleimpilz hier Hunger hatte. Wissenschaftler haben Haferflocken auf eine kleine, 17 cm große Karte der Stadt Tokio gelegt und 26 Stunden gewartet, bis der Schleimpilz alle Nahrungsquellen auf die effizienteste Art und Weise miteinander verbunden hatte. Und das Ergebnis sieht der Stadt Tokio ziemlich ähnlich. Keine leichte Aufgabe, vor allem für ein Lebewesen, das gar kein Gehirn hat. Was natürlich die Frage aufwirft, braucht man ein Gehirn, um intelligent zu sein? Das hier ist Dr. Christina Oetschmeier. Sie arbeitet am Institut für Biophysik der Universität Bremen im Team von Professor Dr. Hans-Günther Döbereiner und untersucht dort schon seit vielen Jahren den Schleimpilz, beziehungsweise Physarum polycephalum, wie er offiziell heißt. Also Schleimpilze sind weder Pflanzen, noch Tiere, noch Pilze. Obwohl der deutsche Name Schleimpilze klingt ja eigentlich eher so nach Pilz, aber es sind keine Pilze, sondern es sind tatsächlich einzellige kleine Amöben. Und wo man die findet, ist meistens, die kommen im Wald vor, die zersetzen da totes organisches Material, also runtergefallene Baumstämme oder Blätter oder auch andere echte Pilze fressen die auch und leben dann so im Wald. Also die Lebensweise kann man fast mit der von Pilzen vergleichen. Wenn man sich jetzt jedes andere Tier, Pflanze, was auch immer anguckt, uns selber, uns Menschen, wir bestehen aus einzelnen Zellen. Also unsere Gewebe sind aus einzelnen Zellen aufgebaut. Die Zellen sind wie Bausteine für uns. Also aus ganz vielen Zellen wird ein großes Lebewesen, ein Organismus. Aber ein Schleimpilz ist tatsächlich eine Zelle, weil der eine Zellmembran besitzt. Und in dem Zytoplasma, also in dem Inhalt von der Zelle, sind aber ganz, ganz viele Zellkerne. Also das ist wirklich nur eine Zelle, hat aber sehr, sehr viele Zellkerne und kann deswegen auch so groß werden. Also die können bis zu 1-2 Quadratmeter sogar groß werden. Und es ist trotzdem immer noch eine Zelle. Und die hat sogar ihren Einzug ins Guinness-Buch der Rekorde gefunden als die größte Zelle, die es gibt. Das ist natürlich ein bisschen geschummelt. Jeder Zellkern hat seinen Zytoplasma-Bereich, so wie bei uns jede Zelle ihren kleinen Bereich hat. Aber was den Schleimpilz von uns unterscheidet, ist, dass es keine Zellwände gibt. Nichts ist voneinander getrennt und so kann ganz leicht ein Austausch von Zytoplasma stattfinden. Das sieht man, wenn man sich den Schleimpilz im Zeitraffer ansieht. Er pulsiert, es fließt eine Strömung durch ihn hindurch. Aber was macht so ein Schleimpilz eigentlich? Der kann sich fortbewegen, der kann Netzwerke bilden, der kann nach Nahrung suchen, der kriecht im Wald ja auch rum und muss irgendwie Nahrung finden. Und er vermeidet auch bestimmte Bereiche, wo zum Beispiel es zu viel Licht gibt und wo es zu trocken ist. Da möchte er nicht gerne sein, von da kriecht er dann lieber weg und der vermeidet das dann. Was wir faszinierend finden, ist, was für ein Repertoire an Verhalten der eigentlich hat. Also wie viele spannende Sachen der Schleimpilz kann, wo man eigentlich denken würde, das kann der gar nicht können. Der hat keine Beine, keine Zähne, keine Augen und trotzdem kann der Sachen machen, die eigentlich viel kompliziertere Lebewesen nur auf die Reihe kriegen können. Obwohl der Schleimpilz kein Gehirn hat, kann man eine Reihe erstaunlicher Experimente mit ihm durchführen. So kann er sich zum Beispiel an Dinge erinnern. Wenn man Physarum einem unangenehmen Reiz aussetzt, zum Beispiel trockene Luft, dann reagiert er darauf, indem er sich zusammenzieht. Das verringert seine Oberfläche und soll verhindern, dass er austrocknet. Wenn man diesen Luftstoß in regelmäßigen Abständen gibt, zum Beispiel einmal pro Stunde, dann erinnert sich der Schleimpilz daran und zieht sich bereits vor dem nächsten Luftstoß wieder zusammen. So, als würde er erwarten, gleich wieder von trockener Luft getroffen zu werden. Wenn der Reiz allerdings ausbleibt, vollführt der Schleimpilz weiterhin seine Abwehrmaßnahme. Diese wird immer schwächer, je häufiger der Luftstoß ausbleibt. Wenn dann nach 6 Stunden aber wieder ein Luftstoß kommt, ist der Rhythmus des einstündigen Abstands sofort wieder da. Er hat sich die Frequenz gemerkt und, wenn man so will, ein Gedächtnis. Ohne Gehirn. Der Schleimpilz findet auch den kürzesten Weg durch ein Labyrinth. Egal wie kompliziert das Labyrinth ist, ohne Augen oder eine Nase findet er immer die optimale Route, um zwei Nahrungsquellen miteinander zu verbinden. Wobei er das auf eine ganz andere Art und Weise macht als wir Menschen. Der Schleimpilz füllt zuerst das ganze Labyrinth aus, jede Ecke und jede Sackgasse, bis er alle Nahrungsquellen gefunden hat. Dann zieht er sich zurück und lässt nur die kürzeste Verbindung zwischen diesen beiden Punkten bestehen. Mit derselben Methode hat der Schleimpilz auch das Netzwerk von Tokio nachgebaut. Da er immer Gefahr läuft auszutrocknen, möchte er seine Oberfläche minimieren. Der Schleimpilz verbindet also mehrere Nahrungsquellen auf die kürzestmögliche Art und Weise miteinander. Eine Aufgabe, die für einen Einzeller ziemlich beeindruckend ist. Selbst Computer müssen bei der effizienten Verbindung mehrerer Punkte schon recht lange rechnen. Der Schleimpilz macht das einfach mal so.
Eine lustige Anekdote vielleicht, wir haben einmal so ein Jugendforscht-Schülerteam hier gehabt, die hier ein paar Versuche gemacht haben für ihre Jugendforscht-Beteiligung und die haben auch so dieses Experiment reproduziert mit Bremen. Wir sind ja hier in Bremen, es gibt noch die Schwierigkeit, dass wir hier natürlich einen Fluss haben, der mitten durch die Stadt läuft und nur wenige Brücken. Das heißt, wenn man den Nord- und den Südteil der Stadt verbinden will, muss man immer über so eine Brücke. Und die haben gesehen, dass der Schleimpilz an einer Stelle die Weser überquert hat. Im Umfeld dieses Jugendforscht-Wettbewerbs war da tatsächlich auch jemand von der Stadt da, die Infrastruktur planen. Und die haben gesagt, oh, das ist ja interessant, an der Stelle überquert der Schleimpilz die Weser. Ja, wir haben darüber nachgedacht, ob da vielleicht eine neue Brücke hin sollte. Der Schleimpilz kann sogar dramatisch sein. Ist er nämlich kurz vor dem Verhungern und weiß nicht, wo er die nächste Nahrungsquelle findet, dann begeht er eine Verzweiflungstat. Er teilt sich in mehrere Teile auf und schickt sie in unterschiedliche Himmelsrichtungen. Wohl wissend, dass die meisten seiner Teile vielleicht nicht überleben werden. Aber das ist okay, denn solange ein Teil überlebt, überlebt auch der ganze Schleimpilz, denn es ist ja nur eine Zelle. Und der Schleimpilz hat sogar selbstheilende Fähigkeiten. Wenn sich zwei getrennte Schleimpilze wiederfinden, dann können sie sich auch wieder ganz schnell zusammensetzen. Die Forscher des Teams in Bremen befassen sich unter anderem mit Entscheidungen von Physarum polycephalum. Untersucht wird zum Beispiel, wie der Schleimpilz sich verhält, wenn er Hunger hat und auf ein Hindernis trifft. Der Experimentaufbau ist, ich habe hier eine Futterquelle, aber hier so eine Barriere aus Salz und hier ist der Schleimpilz und der hat Hunger. Und dann weiß der durch Chemotaxis, dass da hinten das Futter ist, aber er weiß, da ist so eine Brücke, so eine Barriere von Salz. Und da sieht man tatsächlich, was man nicht anders als zögerliches Verhalten beschreiben kann. Es ist nicht so, dass der da hingeht und sagt, nee, geht nicht, weil Salz kann ich nicht drüber. Und es ist auch nicht so, dass er das einfach ignoriert und darüber kriecht, um zum Futter zu gehen. Sondern ist man ein und derselbe Schleimpilz nähert sich auf dieser Barriere an, versucht mal, dann zieht er sich wieder zurück, dann guckt er, ach, kann ich doch vielleicht am Rand vorbei? Nee, geht auch nicht. Ja gut, also wirklich zögerliches Verhalten schon fast. Und das ist ja wirklich, das ist ein so menschlicher Begriff und das widerspricht eigentlich komplett dieser Idee, die ist auch eigentlich schon ein bisschen alt, aber dass man immer gesagt hat, wir sind ja nur ja, sowas wie biologische Computer, wir sind dazu programmiert, alles zu machen. Also ich habe Hunger, ich sehe Essen, ich esse. Je mehr ich über diesen Schleimpilz erfahre, desto mehr kommt bei mir die Frage auf, ist der Schleimpilz wirklich intelligent? Auf der einen Seite muss man natürlich vorsichtig sein, dass man da nicht anthropomorphisiert, dass man nicht seine eigenen menschlichen Empfindungen darauf projiziert, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ganz logisch, wie bei jedem anderen Lebewesen auch, bekommt er irgendwelchen Input aus der Umwelt, irgendwelche Reize nimmt er wahr, der kann Licht wahrnehmen, aber auch Chemikalien, also wo sein Futter ist zum Beispiel, kann der riechen sozusagen. Und diese Reize werden im Inneren der Zelle irgendwie verarbeitet und hinterher hat man einen gewissen Output, also das Verhalten, was man dann eben beobachten kann. Aber wie macht der Schleimpilz das? Wie kann er ohne Gehirn denken und Entscheidungen treffen? Ja, also wir haben uns auch das ganze Netzwerk an sich angeguckt und die Dynamik davon, also was man jetzt nicht sieht, wenn man einfach nur den Schleimpilz sich so anschaut, da laufen tatsächlich solche Wellen über die Oberfläche und zwar dicke Wellen. Die Dicke des Schleimpilzes variiert, weil der ja oszilliert die ganze Zeit, also der zieht sich immer zusammen, diese Adern kontrahieren und weiten sich wieder auf und das haben wir uns angeguckt auf dem großen Netzwerk des Schleimpilzes und man kann eben das in schönen, bunten Farben sichtbar machen, welche Bereiche mit derselben Phase oszillieren wie andere. Und da haben wir große Muster gesehen, also große Muster wie Spiralwellen oder einfach so ein Flackern, so hin und her oszillieren. Da kann man tatsächlich auch überlegen, wo in der Biologie habe ich noch sowas. Und solche koordinierten Wellenmuster kann man auch feststellen, wenn man die elektrische Aktivität des Gehirns zum Beispiel sichtbar macht. Meine Vermutung ist, dass in dieser Oszillation eine Information drinsteckt. Information, Informationsverarbeitung, Intelligenz. Der Begriff Intelligenz ist natürlich stark durch uns Menschen geprägt. Wir nehmen uns selbst als Messlatte für alle anderen Lebewesen. Unser Bewusstsein entsteht durch elektrische Aktivität im Gehirn. Unsere Nervenzellen sind miteinander verbunden und ob zwischen zwei Nervenzellen Strom fließt oder nicht, trägt eine Information. Beim Schleimpilz gibt es keine Nervenzellen und keinen Strom, sondern hydrodynamische Wellen, die Oszillation. Womit sich die meisten wahrscheinlich anfreunden können, ist zu sagen, Bewusstsein, Kognition und so weiter entsteht aus dem Zusammenspiel der Neuronen in unserem Gehirn. Da ist kein mystisches Geheimnis dabei oder so. Das sind Zellen, die miteinander interagieren, die sind total hoch vernetzt und kommunizieren miteinander, erzeugen Muster, die über das ganze Gehirn laufen, haben lokale Aktivitäten und so weiter. Da kann jetzt ein Neurobiologe wahrscheinlich mehr zu sagen, aber alles Weitere, was dann entsteht, unser Bewusstsein, muss ein Produkt davon sein. Und wenn etwas sehr, sehr stark vernetzt
letztes hat man ein sehr hohes Niveau der Komplexität und daraus kommen dann eben Eigenschaften, die in jeder einzelnen Nervenzelle nicht zu finden sind, auch nicht nur im Kleinhirn, nur im präfrontalen Kortex, nur in anderen Gehirnregionen, sondern die aus dem Zusammenspiel dieser ganzen Komponenten entsteht. Das ist Emergenz und das ist dann eben Intelligenz. Und beim Schleimpilz stelle ich mir das auch so ähnlich vor. Ich habe ja schon gesagt, dass die für eine einzelne Zelle eine hohe Komplexität hat. Nicht nur, was der alles kann, was man an Verhalten beobachten kann, sondern auch die, ja, ich habe mir das jetzt wirklich genauer angeguckt und elektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht, Fluoreszenzmikroskopie. Ich habe mir die Struktur von dem Zytoskelett angeguckt, also die Proteine, die dafür sorgen, dass der Schleimpilz sich bewegen kann, dass der herumkriechen kann. Und das Genom des Schleimpilzes ist auch mittlerweile entschlüsselt. Das heißt, man hat festgestellt, die haben ein erstaunlich hohes Maß an intrazellulären Signalwegen. Also Rezeptoren, die irgendwas von außen wahrnehmen, irgendwelche Reize und das dann in der Zelle weiterleiten. Also irgendwelche Proteinreaktionskaskaden, die dann ablaufen und irgendwas bewirken. Also im Vergleich zu anderen vergleichbaren Organismen auf der gleichen Evolutionsstufe ist das recht ausgefeilt und sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Wie gesagt, keiner behauptet jetzt, ein Schleimpilz nimmt seine Umwelt genauso wahr wie Christina oder wie Cedric, sondern der Schleimpilz wird irgendeine Form der Kognition haben, aber natürlich nicht so hoch entwickelt. Wenn wir gerade gesagt haben, Intelligenz im Gehirn ist das Zusammenspiel von vielen Nervenzellen, die komplizierte Sachen machen und das Ganze ist dann mehr als die Summe der Teile, dann würde ich sagen, wir haben nicht die Nervenzellen als Substrat, worauf das abläuft, also als die Hardware, so kann man sich das vielleicht vorstellen, sondern wir haben im Schleimpilz was anderes. Und nur weil die keine Nervenzellen haben, heißt das aber nicht, dass diese Prozesse, dieses Netzwerken, diese Verschaltungen nicht auch stattfinden. Die Frage aller Fragen ist jetzt, ist es wichtig, auf welcher Hardware unsere Software läuft? Oder muss man nur das richtige Ergebnis auswerfen, um schlau zu sein? Und ab wann findet Intelligenz überhaupt statt? Entsteht Intelligenz dadurch, dass besonders viele Verschaltungen existieren und Informationen verarbeitet werden? Sind wir mehr als nur die Summe unserer Teile? Hier geht's natürlich tief in die Philosophie hinein. Und deswegen habe ich Christina mal gefragt, was ihre Meinung dazu ist. Der Schleimpilz ist auch definitiv smart, würde ich sagen. Der ist schlau und der hat zelluläre Intelligenz. Also am Anfang, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, war ich überhaupt nicht der Meinung. Ich hatte insgeheim immer gedacht, nein, wenn man intelligent ist, also das ist einfach eine gehirnbasierte Sache. Man braucht ein Gehirn, um zu denken, um schlau zu sein. Ich denke, da werden mir wahrscheinlich auch viele zustimmen. Aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, je mehr ich wirklich gesehen habe, zu was der Schleimpilz in der Lage ist, was der alles kann, was für ein Verhaltensrepertoire der hat, wie der angepasst ist, dass der Probleme lösen kann und so weiter, desto mehr denke ich eher aber, vielleicht muss man diesen Intelligenzbegriff überdenken. Nur wie ist die Frage? Das würde ich gerne an euch weitergeben. Wie würdet ihr Intelligenz definieren? Unterscheidet uns etwas vom Schleimpilz oder seid ihr der Meinung, dass es eigentlich egal ist, wie Informationen verarbeitet werden, solange das Ergebnis stimmt? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Vielen lieben Dank an das Forscherteam aus Bremen, die uns beim Dreh unterstützt haben, die uns alles gezeigt haben, die uns die Türen geöffnet haben und mit denen wir coole Interviews drehen durften. Vielen lieben Dank an dich, Christina. Vielen lieben Dank an Professor Dr. Hans-Günther Döbereiner. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wo wir wirklich hinfahren und Forscher interviewen, dann überlegt euch doch mal, ob ihr uns auf Patreon unterstützen wollt. Das ist für uns wirklich eine tolle Möglichkeit, nochmal zusätzlich Sachen möglich zu machen. Deswegen jetzt schon mal vielen lieben Dank an alle Leute, die uns heute schon auf Patreon unterstützen. Ansonsten wie immer, bleibt neugierig, euer Cedric.